Das Anfang vom Ende der Fräszeit. Also in 3D-Druck fand ich extrem spannend und interessant die neuen Potenziale, die dadurch entstehen für die dentalen Welt. Sie können neue Angebote offerieren, Sachen, die man bisher gar nicht gedacht hat zu machen mit den herkömmlichen Technologien. Sie können ihre Prozesse optimieren, sie können ihren Team motivieren, sie können Material sparen, Arbeitszeit sparen. Mit den aktuellen Problematiken von Fachkräftemangel zum Beispiel haben sie auch eine gute Lösung über 3D-Druck, die bisher vielleicht keiner gedacht hat. Deswegen finde ich so spannend 3D-Druck. Die neuen Möglichkeiten, die diese Technologie anbietet, sind einfach bisher sogar undenkbar. Mit 21 habe ich meine Ausbildung zum Zahntechniker in Spanien abgeschlossen. Dann war ich 2 Jahre in Ulm. Da habe ich als Zahntechniker in ein renommiertes Labor gearbeitet. Und dann war ich für 8 Jahre international tätig für einen renommierten Hersteller von CAD/CAM-Systemen und CAD/CAM-Verbrauchsmaterialien. Und was ich jetzt bei Go3Dent mache, ist, ich helfe meinen Kunden bei der Auswahl und Einsatz von 3D-Drucker in ihre Praxis oder in ihren Dentallabor. Als Geschäftsführer der Go3Dent steht bei mir im Vordergrund, Kunden neue Ideen zu bringen. Mittlerweile kann man über digitale Technologien so viel Neues machen und für viele ist es gar nicht bewusst, weil die sich nicht vorstellen können, was heutzutage alles möglich ist. Mein Name ist Max Zimmermann und ich zeige Ihnen das Potenzial vom 3D-Drucker.